Hallo meine Lieben und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Heinz mit einer neuen Folge Siberia. Ja, wir haben ja den letzten Suff gehört, nicht? ums Häusel, weil wir jetzt ein Visum brauchen, damit wir durch die Mauer kommen. Da gehen wir hier mal zurück zum Spiel, nicht? Mach Schleimer, so und so. Ja, da müssen wir mal hier gucken, müssen wir da mal. Wo wir da hinkommen hier. Oh, wir kommen sogar mal rein. Ach du meine Güte, was müssen wir denn wahrscheinlich hier wieder viel zu viel machen? Kommen wir nie hin, oder? Nee, gut. Wollen wir erst mal gucken. Oh Gott, oh Gott. Oh, jetzt sind wir auf der Mauer, du. Hallo? Kate, bist du es? Ach, mal wieder. Mutti, hä? Ich hab's endlich geschafft, meinen mechanischen Zug aufzuziehen, der mich zu Hans Vorarlberg bringen soll. War gar nicht so einfach. Erst musste ich noch mit zwei so merkwürdigen Binnenschiffern verhandeln. Komische Leute. Na. Naja. Und jetzt stehe ich vor einer riesigen Mauer und komme nicht weiter. So eine Art chinesische Mauer. Du müsstest das sehen. Das meine ich doch gar nicht. Ich wollte wissen, was mit dir und Dan los ist. Ach so, wieso? No. Ich habe ihn auf der Party von Margie getroffen. Er hat mir gesagt, ihr hättet euch gestritten. Wir wollen mal nichts übertreiben. Hm. Bei unserem letzten Telefonat haben wir uns beide etwas aufgeregt. Das passiert nun mal. Ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen. Nein. Aber er sah echt nicht gut aus. Eher so, als sei er wirklich schlecht drauf. Aha. Wie sieht er denn aus, wenn er schlecht drauf ist? Na, du weißt schon, mit seiner Strähne, die ihm in die Stirn fällt, seinem komischen Blick und der kleinen Falte zwischen den Brauen. Ist mir noch nicht aufgefallen. Vielleicht war ich ja wirklich etwas hart mit ihm, aber er will immer, dass ich so bin, wie er es sich vorstellt. Hm. Diese Mission stresst mich ziemlich. Ich brauche jetzt einfach ein bisschen Verständnis. Kann ich verstehen. Meins hast du jedenfalls. Ja, das ist also, schön. Erzähl mal, wie läuft's? Wie ich dir schon gesagt habe, ich komme voran. Langsam, aber sicher. Dieser Hans Vorarlberg scheint eine recht faszinierende Person zu sein. Naja, zu langweilen scheinst du dich ja nicht. Nö. Nicht wie hier auf der Arbeit. Monotonie total. Hoffentlich bist du bald zurück. Es dürfte nicht mehr lange dauern. Ich melde mich wieder. Bis bald. Jo, mach das. Dann von dir, Helen Kate. Und sei nächstes Mal etwas netter zu Dan. Ich werde es versuchen. Ja, nö. Nö, nö. So, warte mal, wir machen mal das sieht schöner aus. Das Vorschaubild. Tja, hier kommen wir bestimmt nicht hin, oder? Es ist verriegelt. Das hätte ich mir ja schon fast gedacht. Können wir hier vorne mal runter gucken? Nee, können wir auch nicht, oder? Nee. Ja, da müssen wir eben hier lang. Wenn wir da wieder näher rankommen. Oh, das sieht auch schön aus, he? So von oben. So, sag nicht, das ist auch verriegelt. Nee, hier komm mal rein, du. Oh Gott, jetzt müssen wir doch bestimmt wieder alles untersuchen und man sieht davon. Ist aber unscharf. Aha. Aha, jetzt gucken wir also über die Mauer. Das ist schon mal gut. Ja. So, was haben wir hier so? Eine Brille? Hier brauchen wir dort einen Wein bestimmt, oder? Was ist denn mit der Brille? Ach, eine zerbrochene Brille. Wenn die dem Kapitän gehört, sieht er wirklich schlecht. Bei den dicken Gläsern. Aber nehmen können wir die nicht, oder? Ach, eine zerbrochene Brille. Wenn die dem Kapitän gehört, sieht er wirklich schlecht. Bei den dicken Gläsern. Ah. Das ist wohl nicht der richtige Moment. Nee,
Das ist wohl nicht der richtige Moment. Und was wäre der richtige Moment? Tja. Aber die können wir hier nicht mitnehmen. Wenn der Kapitän seine Brille sucht, müssen wir jetzt nochmal zum Kapitän gehen. Ja, das verstehe ich jetzt wieder nicht ganz. Verstehe ich das nie wieder. Ach, hier ist ja einer, Mensch, den hab ich gar nicht gesehen. Da gehen wir doch mal hin, Mensch. Das hab ich gar nicht gesehen, du. Kapitän Malatesta, Chefkommandant des Grenzpostens von Barockstadt. Zu Ihren Diensten. Ich heiße Kate Walker. Meine Firma hat mich damit beauftragt, einen Mann zu finden, der zurzeit angeblich irgendwo in Sibirien weilt. Was für eine absurde Mission. Aha. Das Risiko steht in keinem Verhältnis zu Ihren Erfolgschancen. Kapitän, erlauben Sie mir die Bemerkung, dass mir das militärische Selbstverständnis, mit dem Sie eine völlig unnütze Mauer verteidigen, ebenso absurd erscheint. Ich könnte Ihre Worte jetzt als Beleidigung auffassen, aber ich verzeihe Ihnen. Sie sind jung und sich der wirklichen Gefahren, die uns drohen, nicht bewusst. Ich brauche eine Erlaubnis zum Überschreiten der Mauer und zur Fortsetzung meiner Reise nach Osten. Man sagte mir, Sie seien befugt, ein solches Visum auszustellen. Dies gehört in der Tat zu meinen Befugnissen. Allerdings stelle ich momentan keine Visa aus, da niemand sich über die Mauer hinauswagen darf. Aha. Und aus welchem Grund, bitte? Weil eine solche Reise viel zu gefährlich ist, ganz besonders für eine junge Frau wie Sie, die noch dazu alleine reist. Ich denke, dass... Frauen sind heute emanzipiert, das interessiert ihn da alles. Was wollen Sie damit sagen, Kapitän? Die bringen alles viel besser. Der Feind. Der Feind. Seit mehreren Jahren beobachte ich ihn durch mein Fernrohr. Der Reiter dort hinten am Horizont. Der Kundschafter einer Invasionstruppe. Er beobachtet uns, spioniert uns aus. Ich muss besonders vorsichtig sein. Er weiß, dass ich weiß. Verstehen Sie? Und solange ich ihn überwache, wagt er nicht zu handeln. Sind Sie sicher? Absolut. Aber bitte, überzeugen Sie sich selbst. Ach so, jetzt müssen wir mal zum Fernglas gehen, ne? Ach so, wir fragen jetzt langsam mal. Ist der Herr, der für das Tor zuständig ist, nicht da? Es gibt keinen Herrn, der für das Tor zuständig ist. Sie sollten wissen, dass ich, der Kapitän Malatesta, der alleinige Hüter dieses Tors bin. Und zwar seit ich dieses Amt im Jahre 1968 von meinem eigenen Vater, Oberstleutnant Malatesta, übernommen habe. Dann werden Sie mir wohl auch seinen Mechanismus erklären können. Er scheint recht kompliziert zu sein. Keineswegs. Ein Kinderspiel, wenn man sich nur einen Moment Zeit nimmt, seiner Logik auf den Grund zu gehen. Und Ihrer Lokomotive nachzuurteilen, dürfte das für Sie kein Problem sein. Warum sagen Sie das? Aha. Als ich Ihre herrliche Lokomotive sah, habe ich mir gleich gesagt, Sapristi, nur Hans Vorarlberg kann solch eine Maschine entwickeln. Und ich weiß, wovon ich rede. Der Mechanismus des Tors ist sein Werk. Es war, wenn ich mich nicht irre, das Letzte, das er in Barockstadt realisierte. Dann kennen Sie also Hans Vorarlberg? Nein, also nicht persönlich. Ich hatte damals gerade das Licht der Welt erblickt. Aber mein Vater hat mir viel von ihm erzählt. Und natürlich kenne ich seine Erfindungen. Sie sind zahlreich in unserer Stadt. Ich weiß. Ich stelle fest, dass auch das Alter seinem unglaublichen Erfindungsgeist keinen Abbruch getan hat. Wie geht es ihm? Das weiß ich nicht. Ich kenne ihn nämlich gar nicht. Ich suche nach ihm. Eine Erbschaftsangelegenheit. Und vielleicht wird mich sein Zug zu ihm bringen. Warum nicht? Seine Erfindungen waren schon immer unglaublich. So, dann nehmen wir jetzt noch einen Vogel. Mal gucken, zwischen was er da hat. Zwischen dem Volierenbahnhof und dieser sachlichen Mauer ist schon ein gewaltiger Unterschied, nicht wahr? Ich hatte schon lange keine Gelegenheit zum Vergleich mehr. Aha. Meine Funktion erlaubt es mir nicht, meinen Posten zu verlassen. Tja, was machen wir da jetzt? Gucken wir nochmal durch das Fernrohr. Können Sie mich jetzt bitte entschuldigen, Kapitän? Es war mir ein Vergnügen, gnädige Frau. Das, den hätten wir dort glatt, hätte ich den wieder gesehen.
Das ist schon schlimm mit mir. Wir gucken nochmal durch. Hier mal gucken. Was soll man? Ein Reiter am Horizont? Das ist komisch, aber ich sehe keinen kosakischen Reiter. Nur einen abgestorbenen Baum mitten in einer trostlosen Ebene. Aha, jetzt passt das. Der arme Kapitän sieht wirklich schlecht. Tja, da muss man die Brille öffnen. Jetzt müssen wir vielleicht doch nochmal zu dem Tisch. Ach, da gibt das mit der Brille jetzt einen Sinn. Gebrochene Brille. Wenn die dem Kapitän gehört, sieht er wirklich schlecht. So. Den dicken Gläsern. Da gucken wir mal, ob wir den Wein jetzt einschenken können. Aha. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Aha. Jetzt konnten wir ja zumindest den Wein einschenken. Ja, die können wir jetzt nicht nehmen. Mal gucken, ob der Kapitän. Herr Oberst. Aha. Dabei hätte ich Sie für einen hohen Offizier gehalten. Danke für das Kompliment. Ja, es stimmt leider, dass wir sehen. Soldaten oft von den militärischen Behörden übergangen werden. Wie ungerecht. Ich kann Sie verstehen. Aber lassen Sie uns die Sorgen für einen Moment vergessen und miteinander anstoßen, Kapitän. Oh, es wäre mir ein Vergnügen, wertes Fräulein, aber leider ist das gegen die Vorschrift. Ach, das mit den Wein hat noch keinen geschadet. Ist das immer es so? Ja, niemand davon zu erfahren. Nöch. Sie sind sich doch darüber im Klaren, dass Sie mich damit in eine peinliche Situation bringen. Ja. Aber ich bitte Sie, Kapitän. Nur ein kleines Glas. Ich versichere Ihnen, der Wein ist ausgezeichnet. Einen winzigen Schluck also. Einen winzigen Schluck, nicht? Hier, Ihr Glas. Auf Ihr Wohl, Kapitän. Auf Ihr Wohl. Die saufen. Na Prost, ich trinke auch mal endlich. Ich habe einen Date. Oh, wie schnell da den hinterkippt. Den guten Wein, du, mit Sauvignon, du. Ich habe schon lange keinen Wein mehr getrunken. Und schon gar nicht in so angenehmer Gesellschaft. Er ist wirklich ausgezeichnet. Nicht wahr? Sie müssen wissen, dass dieser Wein aus Barockstadt ist. Wald-Sauvignon, der aus Amazone stammt und der im Garten des Bahnhofs kultiviert wird. Aha. Sowas. Das haben mir die Herren der Universität aber sorgfältig verschwiegen. Tja, wissen Sie, Herr Kapitän, ich muss meine Reise in den Osten unbedingt fortsetzen. Daran ist gar nicht zu denken. Sie machen sich nicht klar, wie gefährlich das ist. Der Feind beobachtet uns. Vielleicht ist Ihr Kosakenreiter ja gar nicht das, für was Sie ihn halten. Vielleicht ist es einfach nur ein abgestorbener Baum mit ungewöhnlichen Formen. Sie sollten das noch einmal prüfen. Man weiß ja nie. Ich bitte Sie, Kapitän. Nicht nötig. Ein abgestorbener Baum, das ist absurd. Der Feind steht vor unseren Toren. Daran besteht kein Zweifel. Obwohl nicht doch. Seien Sie beruhigt. Ich bin da. Ich halte die Stellung. Aha. Das ist es nicht, was mich beunruhigt. Eher Ihre Sehkraft. Ich habe die zerbrochene Brille auf Ihrem Schreibtisch bemerkt. Vielleicht sehen Sie deshalb einen Reiter anstelle eines abgestorbenen Baums. Was wollen Sie mir damit unterstellen? Meine Sehkraft ist ausgezeichnet. Ja. Sie haben kein Recht, meinen Ruf zu beschmutzen. Ups, das tut so eine Beleidigung. Ich bitte Sie, Kapitän, es war nicht so gemeint. Da kommt es ja nie durch die Mauer. Ich denke, damit ist unsere Unterhaltung beendet. Und nun? Zerbrochene Brille. Nee, ich dachte, die gibt sie ihm jetzt. Wenn Kapitän gehört, sieht er wirklich schlecht. Bei den dicken Gläsern. Wir versuchen es einfach nochmal mit Bestechung. Herr Oberst. Kapitän, wertes Fräulein. Dabei hätte ich Sie für einen hohen Offizier gehalten. Danke für das Kompliment. Ja, es stimmt leider, dass wir Grenzsoldaten oft von den Militärischen Behörden... Ach so, jetzt geht das doch nicht etwa nochmal von vorne los, oder? Wie ungerecht. Ich kann Sie verstehen. Aber lassen Sie uns die Sorgen für einen Moment vergessen und miteinander anstoßen, Kapitän. Oh, es wäre mir ein Vergnügen, wertes Fräulein, aber leider ist das gegen die Vorschrift. Ein bisschen Wein hat noch keinem geschadet. Wein? Aber ich...
Hier, Ihr Glas. Auf Ihr Wohl, Kapitän. Auf Ihr Wohl. Ach, das haben wir ja schon alles gesehen. Ich dachte, den kann man jetzt nochmal besänftigen, wenn wir nochmal nachschenken, Mensch. Ich habe schon lange keinen Wein. Nicht wahr? Wissen Sie... Daran ist... Vielleicht ist... Nicht nötig. Das ist es nicht... Was wollen Sie mit... Ich bitte Sie, Herr... Ich denke da... Müssen wir nochmal hingehen, dass ohne den... Gut, die Flasche waren wir jetzt, ne? Guten Tag. Kapitän Malatesta, Chefkommandant des Grenzpostens von Barockstadt. Zu Ihren Diensten. Ich brauche eine Erlaubnis zum Überschreiten der Mauer und zur Fortsetzung meiner Reise nach Osten. Man sagte mir, Sie seien befugt, ein solches Visum auszustellen. Dies gehört in der Tat zu meinen Befugnissen. Allerdings stelle ich momentan keine Visa aus, da niemand die Mauer hinauswagen darf. Was machen wir denn jetzt, Nuvido? Und aus welchem Grund, bitte? Weil eine solche Reise viel zu gefährlich ist, ganz besonders für eine junge Frau wie Sie, die noch dazu alleine reist. Ich denke, das ist auch... Was braucht er dieses Pilzkraftzeug? Ich versichere Ihnen, Ihr feindlicher Reiter ist nichts weiter als ein abgestorbener Baum. Ein Baum? Das ist doch lächerlich. Sie haben wohl in Ihrem Leben noch keinen Kosaken gesehen. Und wie lange beobachtet dieser Kosak schon Ihre Mauer? Lange. Viel zu lange. Achso, es geht doch weiter. Ne? Warten wir mal. Da warten wir mal. Wie soll man das wissen? Und die ganze Zeit verharrt der Reiter so in derselben Position? Kosaken sind Soldaten, wertes Fräulein. Sie sind in jeder Situation außerordentlich hart. Das ist ja schon mal schwierig, nicht? Was macht man denn jetzt? Wie kriegt man denn dazu, dass da seine Brille sitzt? Ich brauche eine Erlaubnis zum Überschreiten der Mauer und zur Fortsetzung. Dies gehört in der Tat zu meinen Befugnissen. Allerdings stelle ich momentan keine Visa. Und aus welchem Grund, bitte? Weil eine solche Reise viel zu gefährlich. Kapitän, ich versichere Ihnen, Ihr feindlicher Reiter ist nichts weiter als ein abgestorbener Baum. Ein Baum? Und wie lange Lange. Und die ganze... Kosaken sind Soldaten, wertes Fräulein. Sie sind in jeder Situation außerordentlich hartnäckig und ausdauernd. Sie sagen, Hans hätte den Mechanismus dieses Tors erfunden? Das kann ich Ihnen versichern. Was für ein Talent, nicht wahr? Und Ihre Lokomotive ist Aha, jetzt geht's ja nochmal weiter. Ich weiß schon, wie viel wir schwatzen müssen. Keinen Abbruch getan hat. Das Beeindruckendste daran ist wohl sein Automatpilot. Ein kleines mechanisches Wunder. Und sehr eigensinnig. Echter als die Natur. Wenn ich diesen Mann gekannt hätte, hätte ich bei ihm ein paar Wachautomaten in Auftrag gegeben. Zwischen dem Volierenbahnhof und dieser Vielleicht müssen wir jetzt Mauer, noch mal runter zum Dings. Bitte entschuldigen, Kapitän. Es war mir ein Vergnügen, gnädige Frau. Tja, was machen wir denn nun? Wieso skaten wir mal den 12 Folgen jetzt ist und dann ist wieder... Wir können die Brille ja nicht mitnehmen. Gibt es hier noch was, was wir mitnehmen können? Vielleicht müssen wir ja einen Oscar und jetzt müssen wir da mal... dass er die aufsetzt. Wie kriegen wir den jetzt dazu, dass der die Brille aufsetzt? Ach, eine zerbrochene Brille. Wenn die dem Kapitän gehört, sieht er wirklich schlecht. Bei den dicken Gläsern... Aha. So wird der Kapitän das Pulver nie schlucken.
Ach, das Pulver schlucken. Wo ist denn das jetzt hin? Jetzt ist es weg. Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab es. Aber das verschieben wir dann, meine Lieben, auf die nächste Folge. Ein bisschen Spannung müssen wir ja. Müssen wir ja behalten, nicht? Ich glaube, ich hab's, aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge, meine Lieben. Weil ein bisschen Spannung, wie gesagt, ein bisschen Spannung brauchen. Da danke ich euch wie immer fürs Zuschauen. Freue mich wie immer. Däumchen hoch, nette und konstruktive Kommentare, nicht? Neue Abonnenten. Und wenn ihr es nie verpassen wollt, ob ich es wirklich gefunden habe, dann macht die Glocke an, meine Lieben. Dann sage ich wie immer, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Heinz.